ich nur zu gut kenne. Freiheit ist ein hehres Ziel. Aber ich sehe hier keine Unterdrückung, sondern Furcht und Gefahr. Aber genug davon. Ich bin sicher, wir sind nicht ohne Grund hier. Yo, Fenris, Freundschaft plus 5, das ergibt gerade mal so gar keinen Sinn und... Die Hafenmeisterei hat der Preis, den der erste... Der Laden, den ich immer gesucht habe, hier den Rüstungsladen, der ist hier. Moment. Ich verstehe gerade gar nichts. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Lieferanweisung. Auf dieser Schriftrolle befinden sich Anweisungen für den Weitertransport einer beschlagnahmten Lieferung reinen Lyriums. Bis auf dem Empfänger ist alles ausgefüllt. Yo, du trägst da Konrads Namen ein und nimmst die Schriftrolle an dich. Yo! So, aber jetzt möchte ich allerdings nochmal hier schauen, was haben wir denn hier? Moira. Und wen haben wir hier? Dockarbeiter. Hallo, Dockarbeiter. Ich habe hier eine Nachricht für euch. Wie lange müssen wir denn noch auf die Anweisung wegen des Lyriums warten? Hallo? Wie man einen Templer etwas anhängt. Gut. So, dann reden wir jetzt nochmal hier mit dir, Moira oder Moira. Seid ihr nicht Hawk? Doch. Emmerich ist erst vor kurzem weggegangen. Er sagte, ihr wolltet euch heute Nacht treffen. Habe ich ihm das gesagt? Muss ich komplett vergessen haben. Wisst ihr nicht mehr, dass ihr diese Nachricht geschickt habt? Ich habe das nicht geschickt. Nicht? Seltsam. Das ist kein gutes Zeichen. Nun, ich weiß auch nicht. Emmerich verhält sich schon seit Monaten merkwürdig. Möglicherweise nur ein Missverständnis. Das kann sogar ganz und gar sein hier. So, und wir gehen jetzt, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Ach du Scheiße, der hat ein bisschen viele Skills hier, der gute Varric, der. Und ich denke, wir packen das erstmal hier Scharfschütze nach ganz vorne, dann berstender Pfeil packen wir hier hin, was ist das? Lanze des Bogenschützen dahin, dann so. Dann miasmisches Fläschchen ist jetzt ganz weg. Was haben wir denn hier? Ansturm. Gut, das kommt erstmal hier hin. Und da haben wir noch Geschwindigkeit. Können wir mal hier hin packen. So, der gute Varric ist dann soweit mal fertig hier. So, was haben wir dann jetzt noch hier in der dunklen Ecke zu suchen? Wenn ich fragen darf. Ach, Lieferanweisung. Was sollen wir denn jetzt noch machen hier? Hallo, verbuggt? Das muss ein Bug sein, weil wir haben das ja gerade schon gemacht und das, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie ein Bug. Ich weiß nicht wie, aber es ist einer. So, vor Mari Kräuterkundiger. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg, ziehen erstmal ab hier. Und ich kann nicht schon ganz genau wo ich jetzt hin will. Merrills Hütte, nein. Hawk Anwesen, nein. Die Kirche, nee. Ich suche was ganz Bestimmtes. In die tiefen Wege werden wir noch gehen. Allerdings reisen wir erstmal in die Oberstadt. Da will ich zuerst hin. Und es kommt epische Musik. Epische Musik ist wieder weg. So, und jetzt... Ah, ich drücke immer die falsche Taste. So, jetzt schaue ich mal, was wir hier so haben. Gefährtenbasis hat so einen Kopf. Gut, Fenris Anwesen. Was haben wir hier? Gar nichts. Ich suche die ganze verdammte Zeit was. Ich gucke jetzt mal bei Gefährten. Besuch bei Anders. Meryl, eine Entschuldigung. Anders. Ein Schiff für Isabella. Isabella könnte vielleicht Gefallen an einem Schiff in einer Flasche finden. Suche im gehängten Mann in der Unterstadt. Endlich! Das habe ich nämlich gesucht. Jetzt hatte ich vor, Isabella zu besuchen. Denn ich habe einen Plan, den ich euch noch nicht verraten werde, Leute. Den werdet ihr dann ja sehen. So, wo ist denn der... Wo ist denn das jetzt hier? Moment. Erstmal reden wir mit Anders. Und danach geht's ab in den gehängten Mann. Dann können wir uns mal da... können wir uns da mal anschauen, was wir da denn so machen müssen. Und was, wir mit Isabella so besprechen sollen. So, jetzt... Ich fühle mich langsam verarscht. Was ist denn das hier? Ich soll mit Anders reden. Ja, so, geht doch. Hallo, Anders. Kollege. Kommt nächstes Mal nicht zu mir gerannt, wenn ihr euch wieder eine dieser Krankheiten eingefangen habt. Aber ist die Magie denn nicht genau dafür da? Ach, Isabella. Ich will es gar nicht wissen. Wow.
Hallo, Anders. Es wird einfach immer schlimmer. Neulich Nacht standen die Templer fast schon auf meiner Türschwelle. Habe ich das noch nicht gemacht? Habe ich noch nicht mit ihm hier drüber geredet? Okay, ich kann mich nämlich an sowas erinnern. Ihr braucht eine sichere Unterkunft. Nein, nein. Also brauchst du schon, aber ich gebe dir hier doch jetzt kein Herz. Hallo? Ich sag jetzt einfach, wollt ihr auf irgendwas braucht hinaus? Braucht ihr irgendetwas? Verzeiht, ich dachte, ihr wärt vielleicht hier, um euch zu unterhalten. Das machen die Leute so, wisst ihr? Ja, Anders, ja. Was? Und wie viel Feindschaft? Gar kein... Wow, ich bin nicht losgeworden. Aber ich muss nochmal mit dir reden. Hallo? Ich dachte, das könnte euch gefallen. Hier, bitte. Ihr habt ein Geschenk für mich? Ich wüsste nicht, was ich getan habe, um es zu verdienen. Das ist ein Amulett der Kirche von Tevinter. Wollt ihr, dass ich hingerichtet werde? So etwas zu tragen ist in jedem Land, das der Göttlichen untersteht, ein Frevel. Tevinter hat die Magier befreit. Die Göttliche hat einen Bann über ihre Kirche verhängt, weil sie Magier aus dem Zirkel befreit haben. Ich dachte, ihr fühlt euch ihnen vielleicht verbunden. Es gefällt mir. Ich sollte es vielleicht nicht offen tragen. So begierig auf den Strang bin ich nicht. Aber ich weiß es zu schätzen. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, wie das Leben in der Kirche von Tevinter wohl sein mag. Im Zirkel klingt es immer so, als sei sie die Lehre selbst. Die schwarze Göttliche, die Thedas heimsucht und es zu einem gefährlichen Ort für Kätzchen und Jungfrauen macht. So, jetzt fragen wir ihn erstmal, was der da meint mit diesen Kätzchen und Jungfrauen. In Kirkwall scheint es von beiden nicht besonders viele zu geben. Und es werden jeden Tag weniger, nehme ich an. Ich weiß euer Geschenk zu schätzen. Vielleicht habe ich ja eines Tages etwas ebenso Bedeutsames für euch. Ach ja, Anders. Ich geb dir mein Geschenk doch gerne mal rüber hier. So, was jetzt? Ich komme gerade auf die Maus nicht klar. So, wir wollen jetzt erstmal wieder das Gebiet verlassen. So, wie kommen wir denn jetzt mal hier der weg? Abschaum der Menschheit an einem hier ist eine Pflanze. Mit ihren Abfällen. Wie passend. Die Todeswurzel würde ich doch ganz gerne mal jetzt hier so in die Tasche stecken. Gut, neue Zutat gefunden. So, und da oben verlassen wir gleich nochmal das Gebiet. Jetzt möchte ich nämlich, wo waren das? In den gehängten Mann, genau. Und dann schauen wir mal, was denn dazu, was wir denn dann noch mit Isabella besprechen können. So, Schwarzpulvergefälligkeit, wie man einen Templer etwas anhängt. Hier ist die da ist der gehängte Mann, geht doch. Ich war gerade wirklich verwirrt, Leute. Da war die Geigenburg, aber nicht der gehängte Mann. So, Isabella. Ihr drei könnt jetzt mal rasch weggehen. Ich möchte jetzt mal mit Isabella unter vier Augen reden. Ich habe etwas für euch. Hallo. Oh, du meine Güte, was ist das denn? Oh, ist das nicht absolut entzückend? Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber unter Deck ist eine perfekte Nachbildung von euch mit einem Dutzend Seeleuten, die euch zu Diensten sind. Ihr macht euch über mich lustig. Das habt ihr euch nur ausgedacht. Trotzdem ist das ein Ziel, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten. Vielen Dank, Hawk. Das war wirklich nett von euch. Ja, kein Problem. Wenigstens ist bei ihr nämlich, wenigstens sind bei ihr die Herzen dann ja auch gar nicht mal so schlimm, weil, naja, Isabella ist ja auch eine recht hübsche, also die ist eigentlich. Es gab Prügeleien in der Kaserne über die Frage, ganz nett, wer bei eurer ja. Heftromanserie über die Wache als Vorlage gedient hat. Na, was heißt ganz nett? Ich wollte Isabella hier ja jetzt auch nochmal eine Freude machen mit dem, wie heißt denn das hier? Mit dem Schiff da in dieser kleinen Flasche da. Ich hab mal. Heißt das wirklich Flaschenschiff? Ich weiß, Flaschenschiff? Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall reden wir jetzt erstmal mit Meryl und entschuldigen uns ja für irgendwas. Na, ich bin gespannt. Hallo, wie geht's denn dir? Meryl? Ich kann nicht glauben, dass ich mich gegen euch gestellt habe. Mit dem Dämon, im Nichts. Es tut mir so leid. Aseranas. Ich verstehe, wenn ihr mir nicht verzeihen könntet. Ihr habt mich nicht verraten. Es war der Dämon, der euch dazu gebracht hat. Ich hätte erkennen müssen, dass ich manipuliert werde. Ich war bisher immer so vorsichtig im Umgang mit Geistern, dass mir so ein augenscheinlicher Fehler unterlaufen konnte. Das macht mir Angst. Es braucht so wenig, um einen Magier vom Weg abzubringen. Äh,
Wie hat er euch kontrolliert? Ja, das sind zwei ziemlich bescheuerte Fragen. Wir gehen mal zurück und sagen, oh, wie beruhigend. Ihr wisst also, dass diese ganze Dämonengeschichte verrückt ist und hört dennoch nicht damit auf. Hauptsache, ihr macht euch Gedanken. Hauptsache, ihr macht euch Gedanken. Jegliche Magie ist gefährlich. Gedanken. Sie erregt immer Aufmerksamkeit. Den Schöpfern sei Dank, dass ihr da war. Es wird nie wieder vorkommen. Dafür werde ich sorgen. Ja, kleine Bugs hier mit dem Ton hatte ich ja schon öfters mal. Und ja, haben wir mal eben die Feindschaft erhöht. Hihi. da tut mir ja jetzt mal leid, Meryl hier. Haben wir denn, also, ja, tut mir leid, Meryl. Haben wir denn hier jetzt nicht eigentlich noch... Wir haben nur noch den Anders dabei, ne, yo. Mehr Charaktere haben wir nicht, dann gehen wir mal wieder weg. Und genau jetzt, Leute, werde ich nämlich zuerst in die tiefen Wege gehen. Wir machen jetzt den Auftrag Narrengold, bevor wir das alles andere machen, schieben wir das hier erstmal jetzt in den Vordergrund. Denn ich möchte so verdammt gerne Stufe 14 erreichen. Wirklich, ihr glaubt es nicht. Und je nachdem, was Bethany zugestoßen ist, damit zurecht hier unten zu sein? Ja, ich muss es ja. Ich muss ja zurechtkommen. Das mit Bethany ist eine Geschichte, ist passiert, da konnte ich jetzt auch nichts gegen tun. So, und Varric, den spiele ich jetzt mal selber, weil er jetzt endlich Flächenattacken hat. Und ich würde sagen, hau da mal einen Pfeil rein, Varric, du machst das. Yo, und mach mal einen auf Distanzkiller hier. Los, Varric. Boah, heilige. Der geht ja echt ab hier. Und Pfeilsturm. Komm schon, Varric. Was war denn das jetzt? Also, der hat mir gerade bewiesen, dass er reinhaut, dass Varric einfach nur reinhaut. Und stellt euch mal vor, dass ich die noch teilweise wirklich schlimm verskillt habe, ja? Wirklich schlimm. Varric ist da ja jetzt auch nicht so der Beste. Ihr steht kurz davor, eure Druckformen einzubüßen, Varric. Wieder einmal werde ich fälschlich beschuldigt, was immer man mir auch vorwerft. So, jetzt haben wir hier ein Opalbruchstück, das brauche ich auch gar nicht. Jemand hat den Text meines Rekrutierungsplakats mit irgendeinem Schmutz aus der blühenden Ruhe. Oha. Seid ihr einer von Yevons Söhnen? Meister Hawk, bitte helft mir. Yo. Mein Bruder, Merrin. Iron hat ihn zusammen mit der dunklen Brut eingeschlossen. Ist der bescheuert? Er hat die Tür verriegelt. Dann hat er mich hier zurückgelassen und ist diesen Weg entlang gestürmt. Er ist verrückt geworden. Alles, was ihn interessiert, ist dieses verdammte Schwert. Was für ein Schwert? Wir haben nichts zurückgelassen, als ich das letzte Mal hier war. Wonach sucht euer Bruder? Ivan nannte es den Herztrinker. Er sagte, es sei das Meisterstück eines der alten Schmiede aus diesem Taik gewesen. Er hatte bei einer der Karawanen aus Orzammar ein Buch gekauft. Darin stand, wo das Schwert zu finden ist. Also, Leute, ich... Oder zumindest die Golems, die es bewachen. Ja, Leute, ich... Boah... Ja, deswegen habe ich auch eben schon mal dieses komische Geräusch gemacht. Ich sehe da gerade eine Chance, Evelyn total overpowered zu machen. Ja gut, so krass wird das Schwert jetzt auch nicht so viel verändern. Vielleicht 30 Angriff oder so. Aber auf jeden Fall wieder eine richtig schöne, stärkere Waffe für Evelyn sehe ich da. Und ich würde mal antworten, das Ganze klingt vertraut. Noch so ein gieriger Zwerg. Denkt ihr, er ist vielleicht bei Bartrand in die Lehre gegangen? Schon möglich, aber Gier gibt es nicht nur unter den Zwergen. Das stimmt. Ich hätte es vielleicht kommen sehen müssen. Ivan war von diesem Ding besessen. Er wollte uns nichts über das Schwert erzählen. Aber ich hätte nie gedacht, dass er uns hier unten verrotten lassen würde. Das alles klingt immer vertrauter, nicht wahr? Oh Mann. Bitte, ich will nicht, dass mein Bruder von diesen Monstern gefressen wird. Merrin ist zweifellos bereits tot. Ich werde verhindern, dass Iwan dieses Schwert bekommt. Ihr wollt Merrin für eure Gier sterben lassen? Dann seid ihr auch nicht besser als Iwan. Das tut mir leid. Der Weg ist voller dunkler Brut. Ich hoffe, diese Kreaturen fressen euch. Wir sollten beide suchen, falls es uns möglich ist. Ich muss jemanden finden, der bereit ist, mir zu helfen. Na, das gab doch mal wieder auf Evelyn Feindschaft. Dachte ich's mir doch. Ja, schön. Kann ich mit leben? Ich will eigentlich nur Isabellas Freundschaft und erwarten uns hier wieder Kämpfe. Nein. Ja, ganz ehrlich, also ich werde die nicht retten. Also ich... Man soll ja nicht lügen, ja? Ich wollte ja nur die Wahrheit sagen. Ich will das Schwert. Ich will das unbedingt haben. Und Varric, du kannst dich mal wieder beweisen hier mit einem Pfeilsturm. Pfeilhagel.
Mach mal! Bams! Hä? Moment! Wieso zum Iwin? Ich dachte schon, ich sei erledigt. Du bist ja hier. Diese verfluchte dunkle Brut kam einfach aus dem Nichts. Sie hätte mir beinahe den Arm abgerissen. Entschuldigt bitte. Ihr rettet mir das Leben und ich stelle mich nicht einmal vor. Mein Name ist Iwin. Nach allem, was Amrys mir erzählt hat, war ich mir nicht sicher, dass ich euch noch rechtzeitig finden würde. Yo. Amrys ist noch am Leben? Gut. Das ist gut. Ich bin euch dankbar, dass ihr rechtzeitig hier wart. Aber ich schätze, Amrys braucht eure Hilfe jetzt dringender. Der arme Narr glaubt immer noch, dass Meryn gerettet werden kann. Ich werde hier vermutlich nicht mehr lange brauchen. Ich komme danach und helfe euch, Meryns Leichnam zu bergen. Amrys sagte, ihr wärt auf der Suche nach einer Waffe. Ich bin hier, um sicherzustellen, dass sie nicht in die falschen Hände gerät. Sie ist ein Artefakt der Zwerge. Also sollte sie auch in den Händen eines Zwergs sein. Moment! Wie unglaublich edel von euch. Die Ahnen würden vor Stolz platzen. Wenn das ein Schwert ist... Es muss andere Schätze geben, die ihr verhökern könnt. Also lasst mir den meinen. Jetzt ist eine gute Antwort. Ihr werdet hier unten sterben. Wollt ihr mir Vorschriften machen? Also, wenn das ein Schwert der Zwerge ist, ja? Also so ein Artefakt. Und er meint, ja, das sollte nur in den Händen von Zwergen sein. Dann wirst du jetzt gleich hier unten sterben, Kollege. Ich kann euch hier nicht allein lassen. Die dunkle Brut wird bald in noch größerer Zahl zurückkehren. Ach so, so war die Antwort gemeint. Nein, ich bin so weit gekommen. Oh. Aber es sind mehr. So viel mehr, als ich gedacht hatte. Wisst ihr was? In Ordnung. Wenn ihr es bis zur Waffe schafft, gehört sie euch. Mein Leben ist mehr wert. Sehr schön. Das Leben eures Bruders war es aber nicht, oder? Der Mann, der mir von dem Schwert erzählt hat, hat mir auch einen Kontrollstab für einen Golem verkauft, der es beschützt. Oha. Wenn ihr das Schwert wollt, braucht ihr den Stab. Was sagt ihr? Ihr gebt mir das, was ich bezahlt habe, plus 10% für die Schmerzen und das Leid. Übernehmt ihr die Verhandlungen, ich bezahle euch in Silber, ich könnte euch dafür töten. Also eigentlich finde ich das ja mal lustig, wenn wir hier zu viert sind, was der da meint, dass ich ihm das abkaufe. Varric, wenn du dich bitte drum kümmern würdest, ich vertraue dir. Varric wird sich mit euch schon auf einen Preis einigen. Genau. Kollege. Schön, schon gut. Er gehört euch. Oh, wendet Mann. Den Stab auf den ersten Golem an. Er müsste euch helfen, an den anderen vorbeizukommen. Golem-Kontrollstab erhalten. So. Und wo... Das kann doch nicht sein! Moment, wo ist der? Herzensbrecher ist ein Dolch. Lyrium-geätzter Stab. Wartet mal eben. Das kann doch jetzt gar nicht sein. Das ist doch nicht ein Stab für... Leute! Ich bin auch so schlau. Jetzt habe ich ja gar keinen Magier dabei. Stimmt, als Magier bin ich ziemlich am Arsch. Ich meine, mir fehlt jetzt auch der Anders. Fällt mir gerade auf. Und da vorne ist der Golem gut. Wir gehen mal hin und... Ich kann doch... Im Moment sieht das Ding ja nicht besonders beeindruckend. Ich kann doch den Stab doch auch so einsetzen, oder? Das wäre jetzt ziemlich scheiße, wenn nicht. Oha. Golem... Und du hilfst uns jetzt, oder was? Wie jetzt? Was bringst? Ah, okay. Okay. Wir haben jetzt... Aua? Varric? Was hat er denn gemacht? Was? Wir müssen gegen den... Na, ganz tolle Falle. So, dann greifen wir mal an jetzt. Fragt sich nur wie. Ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen sehr doof. Sehr schlecht gelaufen. So, jetzt hoffe ich, dass Varric den da hinten mal bekommt. Junge, wo willst du hin? Scheiß Golem. Oh mein Gott. Was zum... Das gibt's doch gar nicht. Und warum können wir nicht angreifen? Kann ich das jetzt auch mal irgendwie verstehen? Ich muss doch angreifen können. Du
Chris erstmal einen Ausdauertrank. So. Oh, Leute, kommt da weg!